Ja, ich glaube, ich kann offiziell eröffnen. Einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Christian Friedrich. Ich bin Referent für Bildung und Wissenschaft hier bei Wikimedia und das relativ neu, seit Januar, um genau zu sein. Das heißt, ich habe das erste Mal die Ehre, die Auftaktveranstaltung vom Fellow-Programm zu moderieren. Ich habe vorher mal relativ neidisch rübergeschielt. Ich glaube, einmal war ich da zu einer Auftaktveranstaltung. Die Veranstaltungen haben eigentlich alle gemeint, dass sie relativ informell sind, beziehungsweise auch dazu da sind, dass ihr und sie sich miteinander austauschen. Das beinhaltet auch, dass wir, es sind ja parallel, ich weiß nicht, die eine oder andere mag es mitbekommen haben, dass auch die Netzpolitikkonferenz stattfindet in der Volksbühne. Da war ich heute Mittag noch und ich kann berichten, dass das WLAN zwar funktioniert hat, niemand durfte Getränke mit vor die große Bühne nehmen. Das ist hier übrigens anders. Also wer möchte, darf sich gerne noch schnell ein Getränk holen, um damit die nächsten 90 Minuten zu verbringen, dachte ich mir. Und außerdem hat tatsächlich den ganzen Vormittag über bei der Netzpolitikkonferenz auch der Projektor nicht funktioniert. Auch da liefern wir sozusagen den Beweis, dass wir das auch können. Den werden wir später auch brauchen. Ich würde uns einmal schnell durch die Agenda führen, was wir heute mit Ihnen und euch vorhaben. Der erste Punkt ist die Begrüßung. Da sind wir schon. Herzlich willkommen. Der zweite Punkt ist eine Keynote, und zwar eine Keynote von Jessica Couture, die heute auch nicht im Raum ist, sondern die in Santa Barbara in Kalifornien sitzt und da gerade den Morgen genießt und gleich per Zoom zugeschaltet sein wird. Die wird dann auch im Livestream zu sehen sein. Bringt mich zum nächsten Punkt, die Veranstaltung wird gelivestreamt. Das sozusagen auch nochmal, wir haben zwar, glaube ich, relativ plakativ darauf hingewiesen, aber das auch an der Stelle nochmal der Hinweis, dass was immer wir hier tun, im Livestream zu sehen sein wird. Nach der Keynote, die ist ganz bewusst so angelegt, dass wir danach die Chance haben, auch ein paar Fragen zu stellen, können wir gerne Fragen stellen, die wird Jessica dann auch noch beantworten können. Der Titel ihrer Keynote ist übrigens Open Science in the Real World. Danach eine große Videopremiere, das Erklärvideo, das Chris und Team in mühseliger Kleinarbeit zur Perfektion getrieben haben, wird prämiert. Also seine Premiere feiern. Und direkt danach heißen wir auch schon unsere neuen Fellows willkommen, die alle die Chance haben, sich in jeweils 90 Sekunden mit einem Gegenstand, der bestmöglich ihr Projekt symbolisiert, hier vorne vorzustellen. Dafür ist das große Kreuz hier in der Mitte der Bühne. Da dürft ihr dann später stehen, aber dazu dann später mehr. Direkt danach auch noch die Programmpartner. Das ist ja keine reine Wikimedia-Veranstaltung, sondern wir machen das ja zusammen mit dem Stifterverband und der Volkswagen-Stiftung. Wird es einen kurzen Impuls auch nochmal der Projektpartner geben. Und dann werden wir natürlich auch nochmal einen Hinweis unterbringen, weil ganz hinten liegt auch schon ein Haufen Material von unseren wissenschaftlichen Partnerorganisationen. Auch das dürft ihr dann gerne mitnehmen. In diesem Sinne, ich gucke einmal kurz rüber zu Henning, unserem Technikguru. Würde ich so langsam auf Englisch umswitchen, oder? Ein Ja. Okay, I'm going to embarrass myself speaking English now. So this is the introduction that I prepared to introduce Jessica to you. Jessica is a PhD student at the Brand School of Environmental Science and Research Management at the University of California in Santa Barbara. She researches ecological and environmental impacts of aquaculture using various modeling techniques. We actually stumbled upon her work through a blog post that she cross-posted on the LSE blog, in which she describes her research on data sharing practices in different disciplines. And we thought that this should and could be the perfect match as a keynote for tonight. So I hope you enjoy, and I actually do hope we did some serious testing here, but I actually do hope that that all the technical issues are solved, but I'm quite confident actually. So I'm handing it over to you, Jessica, now. Sit down, be quiet. We have prepared a Q&A with you as well, right after your keynote, but I'd suggest you take over, and well, the stage isn't actually yours, but the view is yours. The screen is. Welcome. Thanks so much. Can you guys hear me okay? Thanks so much for that great introduction. Can you guys hear me okay? Sounds good. Okay, perfect. I will share my presentation then. All right, and can you guys see that? Okay.
Can you see the screen? Sorry. No worries. So thanks so much for that great introduction. I am not sure what you said before that. Sorry, I do not speak German, but I'm sure it was beautiful. So just to jump off from that a little bit more about myself. As was mentioned, I am a PhD student, so I'm back in, go ahead. Jessica, sorry to disrupt. Is there a chance that you can speak up a bit and we on our end can try and turn up the volume just a bit? I can try to speak louder. No worries. Thanks. Helen is on the line. We did do some testing, I sure. Is that better at all? I think it's better, isn't it? Yeah. Okay. I'm getting thumbs up here. All right. Sorry for interrupting. No worries. I want to make sure people can hear. Otherwise, there's no point in talking. So I am back in the academic realm, but I spent a number of years working at the National Center for Ecological Analysis and Synthesis. That's that little butterfly at the bottom, where I was a data projects manager. And worked a lot with connecting scientists to data sets and trying to get data sets from scientists, a lot of in between there. And there I really learned the importance of open science and a lot of tools that can be used to facilitate open science. So that I always like to say that I definitely fell for open science there. But now being back in the academic realm, I'm reminded of the limitations of open science, so that's something I'm going to touch on a little bit here as well. So I think that kind of gives me a unique perspective into all this, and I'm just going to share some of that with you today. So how do I move this? So what am I going to talk about? So today I want to kind of talk a little bit about what is open science, get us kind of all on the same page. At least what my definition is. Another thing I was asked to talk about, why is open science so important, which is definitely an important topic of conversation. So I'll talk about that from a couple of perspectives. And then I kind of want to bring in my experience about why it makes this so hard, what are the limitations, and then what we can do, kind of try to end on a higher note, what we can do to make open science move forward a little bit. And so it's a little bit of a roller coaster. This is great, but it's hard, but we can do this, so bear with me here. I found this paper that was published a couple of months ago that did a systematic lit review of the definitions of open science, and this is what they came up with, that open science is a transparent and accessible knowledge that is shared and developed through collaborative networks, which is kind of what we all think of, I think, when we think of open science, but it's still pretty general and doesn't really tell us how to do it and what people are expecting. So when I think of open science, I think of it as more of transparency and communication in this kind of old-fashioned scientific method that we all learned in primary school. So I pulled this poster off of a primary education website because it kind of keeps those simple steps, and I want to walk through a couple ways that open science can be used throughout this whole process. I also add publish there at the bottom, because now that we're adults, that's a big part of the scientific process. So this first part I think of as planning, basically thinking of what the problems are, deciding what questions are important, how you're going to approach those things. And there's a number of tools online for sharing that information, doing a little bit of exploring. Obviously, Wikimedia Suite is also part of this, Communication Hub. Some people are making it a little bit more personal, designing their own blogs, their own open notebooks for this kind of investigation part. But I think the important part is really like opening up that communication and exploration to the outside world. And this can be just direct communication with your colleagues or experts in the field, reach out at conferences or at your own institution.
And I think this part of it is often overlooked because I think people are getting more and more protective and closed about their ideas and communication. So I just wanted to highlight this as that this does count as open science. So you move on to the actual doing work part of this. A lot of the same tools can be used. Again, communicating with people, is this a legitimate approach? How do you use these methods? I added GitHub because that's a great one for tracking the progress in real time of what you're doing. It's great versioning capabilities. But again, kind of keeping that process transparent. And I like those open notebooks because it does put out there that through this process, there are some hiccups, there are some mistakes. And so having that as an open conversation is important to science, I think. I also want to highlight here that method sections of publications are kind of becoming less transparent, where it's harder and harder to take a paper and actually completely reproduce the results. We cite other methods and think that that's enough, but don't say that we did this in a different place or give enough details about that other place or how we've changed things. So just asking people to be really careful about making sure that your science is reproducible. And I know journals are kind of cutting down on these sections a little bit, but they have those supplemental materials you can put stuff in to really make sure that it's clear what you did. So this last part I call sharing results. I kind of co-opt the conclusion section as the writing process. And this part of the writing process is kind of the least priority, I think, for a lot of people in using the open science methods. But there's tools like Authoria partners can be linked to GitHub, and you can version your writing process like that and make it publicly available if you want people to see your errors. On a smaller scale, kind of more collaborative groups, tools like Dropbox and the Google Suite are good for sharing versions and stuff. But like I said, these are kind of the least priority in the process. Obviously, when you get to publishing, it's great to look for open access journals. The PLOS Suite has a number of journals that are open access. Nature and Science have their own open access journals at this point. So if you're kind of looking for that higher impact factors, you can still find those in an open access forum. But your work doesn't end there with publishing, which it kind of does in people's minds, right? Like, you also want to be sharing your data to make those methods completely transparent. And there's a number of repositories where you can do those, and I'll talk a little bit later about benefits to the researcher for those, but making sure that you're making that available. And then again, it doesn't end there, but wait, there's more. I think science communication is really important. As scientists, we communicate through these journal articles, but the public isn't looking for those. And so to really increase the impact of your work, translating it into something the public is interested in and will read. So like a blog post or even commenting on Twitter or talking to local news sources will really increase the impact and amount of people that will read your science. So that was kind of a lot that I just gave you guys. So there's a lot of tools, there's a lot of things to think about. So let's talk a little bit about why it's important to motivate people to dig into some of this. So why is open science so important? For the broader scientific community, it's important because, as I mentioned in the beginning, it's really just adding that transparency that was always intended for science back into the scientific process. So being able to check each other on methods and results. It also helps the scientific community to increase efficiency. So instead of having two different groups working on the same project, maybe in different ways, or looking at different pieces of it separately, bringing them together, having them have that conversation to address these issues, hopefully more efficiently, collaboratively, and hopefully to get a better answer and be able to get more work done in the end, really. And something that's not thought about as much, really, is equity and diversity.
If you know the big institutions are getting all the money to do big research, but that's all kept within their doors or within a couple other institutions, then that really limits our progress. So if these results and data and methods are made more openly available, then minority groups, young scientists, institutions with fewer resources can also have access to them and contribute in ways that we would have completely missed otherwise. And I'm not sure anybody would disagree with the fact that having more minds and more diverse perspectives on a problem will, in the end, give us better solutions. So when we're looking at the individual scientist, why would I work to focus on implementing these tools, focus on data science? For the individual scientist, it can also increase efficiency. So while learning to code or preparing your data for sharing does take more time and can be frustrating at the beginning, in the end, these tools are made to help. So it will end up benefiting you. So a little work now will make your science into a way that will be easier in the future. Also, community recognition, being a participant on these online forums and in communication groups can really help boost your identity in your field. Fields like computer science and such have kind of more built-in ways to track and give recognition for this kind of participation, but other fields are becoming more and more cognizant of that kind of participation. And it just more generally kind of introduces you to more people in your field. In that vein, it can also foster collaboration. So instead of keeping your ideas to yourself and not knowing who else is working on this, you can meet new people that are working on similar things or might have a unique perspective that you would want to bring into your work. So across the world or somebody you meet at a conference or something. So that's a fun way to open up your science. And then finally, it can increase the value of your data. So if you publish your data online, someone can find it who might want to bring in, again, a different perspective or use your data for something that you either wouldn't have thought of or might not even be interested in doing. So if you're an ecologist and you study the biomass of rabbits and you're interested in maybe looking at how an invasive species impacts your rabbits or how getting rid of predators impacts the rabbits, then that's kind of your realm. But somebody might come in and say, what about policy issues? Like, how does that affect your rabbits? And you might want to collaborate with them in that, or they might just take that and either cite your data, so that gives your data more value for you as a scientist, or they can include you as an author, so that directly gives you more papers on your CV. So those kinds of things can actually really directly help you from sharing your data. So if there's all these great things, why aren't more people doing this, right? So there are limitations. So as a data manager, the project we did looking for, so we went after data projects funded by a certain agency, and I wrote a paper about what the success or lack thereof that we had in that process. So we went out and asked scientists for their data that was supposed to be publicly available, and we only got 25-26% of those projects, which is a little bit disappointing, but this was kind of the biggest response that we got. It's gonna take too much extra work for me to pull those data together and give to you. And whether that means extra time, extra money, some people did ask directly for compensation, even though the original funding was their compensation, or resources to do this. Public government agencies that we worked with did specifically ask for, they said, we know as a public agency that these data should be public, but we just straight up don't have the time and do not have the personnel to do it. So that's definitely even a real limitation for people. Another hurdle to sharing most of my experience data, but using open science in general, are cultural fears.
which are really perpetuated by our reward system in science, but fears of people stealing your ideas, getting scooped, losing funding, so someone stealing your idea and taking all the funding for that, and then also others finding out that you're wrong. So if you're not completely confident in the work you did or your results, maybe you'll be a little bit less transparent so that people can't find that out. And whether that's intentional or unintentional, that's a fear that I've definitely heard from people. So these ones are a little bit harder to find solutions for, since it's really based on this whole culture that we have in science. So there are also institutional limitations. So data ownership, I work with a lot of industry partners who actually own the data, and the data is a way that they make money. So that's definitely a limitation. I can't share those data and have to do some gymnastics to be able to make my work transparent. There's also sharing limitations as far as this is the way that we have things in this format, and whether that's conducive to other people using it or not is, you know, not always helpful. As far as funding limitations, there's definitely limitations to sharing data as far as I said, with the government agencies, just not having the personnel or time to do it. Also, open access journals tend to have fees, which can be limiting to using open access journals. And then also publish or perish, this kind of publish or perish attitude, and having number of publications be your currency for promotion or keeping your job, that adds pressure to kind of keep things to yourself and be selfish about your work. So these are kind of things that are more rules that make open science a little bit more difficult. So what can we do about it? I want to start with what we can do on the individual level. There's a couple things, and then what kind of the bigger institutional groups can do also to help move the open science movement forward. So the first thing I want to mention is just try learning some of these tools. They're a little bit tough to begin with, but again, they will pay off in the end. It will really make your life a little bit easier, whether that's, you know, jumping in and trying them all or incorporating one at a time to try to see how they might improve your workflow. Another one, a little bit more abstract, is trying to like start changing your mindset to think about how collaboration can help your science, or sorry, there's an airplane outside. incorporating and actually living up to scientific ethics. I know an ethics professor who is one of the least ethical scientists I know, so it's easy to talk about, but actually incorporating into your work is difficult. And then finally, bringing trust back into science. And that's kind of similar to this mindset thing, but the best way to do that is just being honest with your colleagues, attributing people when they deserve to be attributed, and try to have kind of set that example for other scientists you interact with. So that's on kind of the individual level. At the higher, at bigger institution level, funders and publication journals also have a big role to play here. So a lot of them have had requirements to share data, attribute people correctly, have thorough methods. That's all kind of been in place for a long time now, but the regulations have been pretty lax on them. So they said, oh yeah, my data is somewhere and I can give it to people whenever. But I just wanted to use this Arctic Data Center as an example of kind of a way that they can be a little bit more strict about those things. So this is the National Science Foundation, which is the United States' big funding agency. And as a government funding agency, their data are public goods, so they have to be made public. The Arctic Data Center is a online data repository that the NSF set up for the data for their projects that are based in the Arctic. And so this is a place where all of the projects that they fund need to put their data, I'm sure they have some sort of exceptions, but
need to store their data before they will be considered for additional funding, and just generally to wrap up their entire project. That's kind of the requirement. And it's great because they provide a location, which is rare, doesn't happen that much yet. And then they also provide a data support team. So if you have issues or are running out of time, they can help you format your data, know what the data should look like, document your data. They provide digital object identifiers and full citations. So if someone goes in here and uses this council climate and car data set, they'll know exactly how to attribute it, and it will be linked right back to you with an ORCID ID. So they kind of build all of that and provide that for the scientists. And I think that's a great use of their funding, and brings out a lot more data than would otherwise. So that's a great example of how you can do it. I mean, this is a funder, and journals can provide the same service, but it really shows that these big institutions are really moving towards making open science, here specifically data, but a priority for them as well. So from there, I just kind of want to end on, usually these talks end saying, these are the things we need to do, go do them. I kind of wanted to take a different tact because being in academia and seeing kind of those both sides, I know that there are limitations. So I kind of want to say, do what you can, start incorporating new tools when you can, maybe one per project, one per year, start opening up your communication, push your boundaries a little bit, go out on a limb a little bit. And if everybody here starts incorporating that, then that will be great progress. So yeah, that's all I kind of have so far. If you guys have any questions, I will, if we have time for questions, I will definitely take those. Well, let me say thank you then directly to the camera. And then quickly turn around in case any one of you has any questions, comments, anything like that, please feel free. Also, this is my pretty picture of Santa Barbara. This is where I'm located. Not quite that sunny yet today, but yeah, not a bad place. I don't think you'll see any pictures from what it looks like around here after seeing it. Here's one. Please do come up so that Jessica can actually see you. And follow me. Mm-hmm. Okay. And the microphone, or just can you hear me, Jessica? Yes. Okay. Mm-hmm. Okay. Hi. So I'm Toby, and I was wondering whether you have collected some experience with talking to older, more senior scientists who are maybe running a department or so on, because I find that they're usually the hardest to convince that these things and policies should be implemented. And if you have any tips for us. Yeah, definitely. I definitely have. And it's a mixed bag here because I've worked a lot of scientists at the Synthesis Science Center. So doing that kind of work, it kind of is conducive to appreciating the open science framework, because you need other people's data to do science with Synthesis Science. So I've definitely run into both. I worked with a scientist who was like, don't talk to people, don't tell people what we're doing, don't share your data. So the best way to do that is to, it kind of depends on how stubborn they are. You know, you can start talking to them, showing them the benefits of it as you're incorporating it into your science. Say, oh, look, I connected with somebody across the world because I was part of this forum, or I have my blog. And so that's a good way to do it. Or show them some of the benefits of like, oh, I found these data over here because they were available. So stuff like that is kind of a good way to start easing it into them, but some of them are just set in their ways. So I understand that that's hard too. Does that get to it, Toby? Okay. Anyone else? Questions, comments? Okay. Because I actually have a question if you're done. There. Hi, can you see me? Hear me? I think we have. I don't think so. I'm Alex, hi. Do you have any comments? I saw in your presentation you showed some open access journals like Scientific Reports. Do you have any comments on publishing your data or findings
in a journal like this versus uploading them on BioArchive or OpenArchive or just uploading a PDF of an unpublished version of your manuscript? So sorry, half of that question was about where to put your data versus making, sharing. Just uploading it as a PDF of your manuscript versus publishing it in a in an open access journal. I think so publishing in an open access journal is really a good way to do it because people are looking for your data there. I meant to mention that people do self-publishing, and that's a great way to do it, but it kind of tends to miss some of those big publication repositories and search locations. So it might be easier to find if it's in an open access journal itself, because that already has its avenues for finding people. But I think they're both great. I mean, ResearchGate is a way to, even if once your publication is able to be public or if you're able to share it, to connect with people, even if it's just your own PDF. So there's definitely avenues. I'd say open access journals are great because they are connected to people already, but they're both great. Was there a data question there also? Alex seems satisfied, actually. Okay. Any more questions? Comments? Okay. I'm sorry, I have to make you come all the way up here. No, that's all right. So thanks for a really great talk. One thing, and maybe it's a mix of a question and a comment, I noticed that in the beginning when you presented the tours, most of them are actually part of a proprietary infrastructure, and it's hard to reuse, for example, data that is shared in Figshare, in ResearchGate, sorry. And so my question or my comment was, do you think that also open infrastructure is part of open science, and do you consider that when choosing tours, or don't you think that it's important? Oh, definitely. Yes, definitely. So different tools are have different strengths, right? So ResearchGate is great for, I think the benefit of ResearchGate is as a communication tool, is ways to find people and connect with people that have similar interests to you. But yeah, finding actual materials and information, you usually have to ask. To reach out and ask the person directly for it or something. So there's definitely better places. The Wikimedia suite is a great place to find actual materials. And yeah, I think open access and even open source is the best way to go. So stuff like, you know, Python and R, everybody can download. And so those are great, great ways, great platforms to be working on. Because you know when you share it, anybody can access the software. To use it, stuff like that. Thank you. Mm-hmm. Anyone else? It does feel a bit weird, doesn't it? So in case you guys don't have any more comments or questions, I think Jessica put up her email, which I'm just going to read out loud if that's okay for you. Okay. That's Jay Couture, that's JCOUTURE at bren.ucsb.edu. So please do follow up with her afterwards if you feel like it. But I'm pretty sure that you've given us lots of things to talk about throughout the evening, so thank you for that. Okay. Thank you also for basically looking at the screen and this room instead of looking out the window into this quite magnificent bay. I think that's worth a round of applause, isn't it? And a very personal thank you for actually agreeing to do this. I know that virtual keynotes are not common everywhere, but I think it's a great way to get in some different voices and ideas. So thank you for that as well.
And we talked about this earlier, so your German isn't as good as ours, probably, hopefully. No, we're close. So please do feel free to log off and enjoy the rest of your day. Thank you again. Okay, thanks so much. It was great having the opportunity to talk with you all. And yeah, feel free to email me if you have any questions later on. It was great to be part of this. Thanks so much. Thanks. And bye. Der nächste Schritt, jetzt darf ich wieder ins Deutsche, ist besagte Videopremiere. Und ich glaube, ich muss so lange sprechen, bis wir einerseits ein Signal von der Technik bekommen haben, dass wir an unsere Technik dürfen, was jetzt der Fall ist. Und ich rede langsamer, bis wir soweit sind, das Video zu zeigen. Wir nähern uns an. Fast, hörte ich, wenn ich soweit hier bin. Und ich glaube, wir können loslegen. Die Erklärung, was das Fellow-Programm ist, in, ich glaube, 5 Minuten, oder? Weniger als 5 Minuten. Bitteschön. Das ist Lena. Lena erforscht die Kommunikation zwischen Bienen. Am liebsten würde Lena alle Erfahrungen, die sie in ihrer Forschung zu Bienen macht, mit möglichst vielen Menschen auf dieser Welt teilen. Aber wie stellt sie das am besten an? Hier kommen wir ins Spiel. Gemeinsam mit dem Stifterverband und der Volkswagen Stiftung unterstützt Wikimedia Deutschland junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit dem Fellow-Programm Freies Wissen. Wir helfen ihnen, sich untereinander zu vernetzen und motivieren sie, ihre Forschungsergebnisse anderen Menschen auf der ganzen Welt zugänglich zu machen. Das nämlich ist offene Wissenschaft. In einer offenen Wissenschaft werden wissenschaftliche Prozesse von der ersten Hypothese über die Datenerhebung bis hin zur Veröffentlichung der Ergebnisse für andere offen zugänglich, nachvollziehbar und nutzbar gemacht. Davon profitieren nicht nur andere Forschende, sondern auch die Allgemeinheit. Dank Lena können so zum Beispiel auch Hobby-Imkerinnen und Imker mehr über ihr Lieblingstier erfahren. Die Unterstützung, die Lena durch das Fellow-Programm Freies Wissen bekommt, ist vielfältig. In Workshops und Webinaren lernt sie Methoden, Verfahren und Werkzeuge kennen, um offene Wissenschaft ganz praktisch in ihrer eigenen Arbeit umsetzen zu können. Außerdem werden Lena und alle anderen Fellows während der Programmlaufzeit von einer Mentorin oder einem Mentor begleitet, die oder der ihnen für die Umsetzung ihrer Forschung beratend zur Seite steht. Und damit die Fellows ihre Arbeit auch finanzieren können, gibt es zusätzlich auch noch ein Stipendium. Mittlerweile hat sich Lena nicht nur mit vielen anderen Bienenforschenden auf der ganzen Welt austauschen, sondern sogar eigene Vorträge und Workshops zu offener Wissenschaft an ihrer Uni gehalten und dort viele andere dafür begeistern können. Damit tragen Lena und alle anderen Fellows dazu bei, offene Wissenschaft sichtbar zu machen. Mehr Informationen zum Fellow-Programm Freies Wissen findest du unter www.fellowsfreieswissen.de. Danke dafür. Der Applaus gebührt vor allem Chris und Hanna, die, glaube ich, auch irgendwo hier rumschwirrt. Da ist sie. Die und Lena, die wirklich an dem Video die letzten Wochen viel gewerkelt haben, damit es so ist, wie es jetzt ist. Der nächste Programmpunkt ist der, ich befürchte, fast förmlichste, aber deswegen hoffentlich nicht weniger unterhaltsame Teil. Wir haben ja letztendlich, wie schon hier zu sehen, 3 Programmpartner, die auch einmal kurz das Wort an euch und sie richten möchten. Und den Anfang macht, wenn ich da richtig informiert bin, Dominik Scholl, dachte ich, oder? Dr. Dominik Scholl, muss ich eigentlich sagen, der Leiter Bildung, Wissenschaft und Kultur hier bei Wikimedia. Und ich übergebe das Mikro. Ja, danke. Ja, ich freue mich sehr, dass ich heute im Namen von Wikimedia Deutschland hier Sie und euch alle begrüßen darf. Es ist mir wirklich eine große Freude.
Wikimedia ist ja die Gesellschaft zur Förderung freien Wissens und das versuchen wir in verschiedene Richtungen zu tun, in die Politik hinein, in die Kultur, in die Bildung und eben auch in die Wissenschaft mit dem Förderprogramm Freies Wissen. Die Geschichte unseres Vereins beginnt 2004 und eigentlich beginnt sie 2001 mit der Wikipedia. Und auch die Wikipedia hat natürlich noch eine Vorgeschichte und ich dachte, anstatt jetzt die Geschichte unseres Vereins zu erzählen, was vielleicht nur mäßig spannend wäre und zudem eine Spanne von 18, 14 Jahren inzwischen, erzähle ich ganz kurz die Vorgeschichte von Wikipedia, weil die kennen, glaube ich, nur ganz wenige. Es wurde nämlich 2000 die Nupedia gegründet. Und die Idee von der Nupedia war, ein weltweites Journal zu schaffen für peer-reviewed Wissen, enzyklopädisches Wissen. Und wenn die Geschichtsschreibung stimmt, wurde darum ein wahnsinnig kompliziertes Verfahren aufgebaut mit einem 7-stufigen Peer-Review-Verfahren. Das heißt, die Community darum war nur sehr, sehr klein. Es waren nur wenige ausgewählte, möglichst promovierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die angefangen haben, Artikel zu schreiben für diese Enzyklopädie mit gesichertem wissenschaftlichen Wissen. Sie haben es geschafft, in dem ersten Jahr so etwa 20 Artikel zu schreiben und haben dann Anfang Januar 2001 die Wikipedia gegründet. Und die Wikipedia war eigentlich nur so ein Nebenprodukt, eine Vorstufe dazu, wo man dachte, da kann man Artikel schon mal vorbereiten und die Wiki-Software ermöglicht es natürlich, das kollaborativ zu tun. Das war neu, das war anders. Und dann können die ins Peer-Review-Verfahren, wenn die einen gewissen Stand erreicht haben. Jetzt hat das Ganze eine Dynamik entwickelt, die niemand vorhergesehen hatte. Und während im ersten Jahr 20 Artikel auf Nupedia erschienen sind, sind im ersten Monat schon 200 in der Wikipedia geschrieben worden. Am Ende des Jahres waren es 18.000 und 18 Sprachversionen und der Rest ist dann auch Geschichte. Wir haben inzwischen über 2 Millionen in der deutschsprachigen Wikipedia und so weiter und so fort. Warum erzähle ich das? Nicht, weil ich der Meinung bin, dass die Wikipedia und die anderen Wikimedia-Projekte diesen ganzen Peer-Review wissenschaftlichen Zeitschriften vielleicht das ähnliche Schicksal angedeihen lassen sollten wie den Lexika. Wobei, gut, es gibt da schon Punkte, wo man drüber nachdenken könnte, ob wir da die richtigen Anreiz- und Reputationssysteme haben mit Impact Factor und Co. Nee, ich erzähle das aus einem anderen Grund. Ich erzähle das, weil ich finde, dass man von dieser Energie und auch dem Erfolg der Wikimedia-Projekte eigentlich ganz schön was ableiten kann, was ich mir für offene Wissenschaft wünsche und was ich auch Ihnen und euch für offene Wissenschaft wünsche. Und das sind eigentlich zwei Dinge, die beide damit zu tun haben, dass offene Wissenschaft neben all dem, was wir gehört haben, dass es mehr Arbeit macht und Hürden, nee, dass offene Wissenschaft auch Spaß machen soll. Spaß machen aus zwei Gründen. Zum einen, weil man beim eigenen Tun merkt, okay, ich tue das jetzt nicht nur, um den nächsten formalen Baustein für meine Karriere hier gerade zu bauen, sondern ich tue das für eine größere Idee. Ich tue das, weil ich Wissen schaffen möchte, weil ich Wissen haben möchte, was anderen nützt, was andere nachnutzen können, was anderen zugänglich ist, was freies Wissen ist. Und das ist eine große Idee. Und ich tue das, weil ich dadurch auch in den Dialog komme, weil ich mich plötzlich mit meiner Wissenschaft in einen Austausch begebe, wo ich Feedback bekomme von Leuten, die ich noch nie getroffen habe, die aber vielleicht super Insights haben zu meiner eigenen Forschung, weil ich dadurch auch mich öffne für andere Perspektiven, für andere Erfahrungen, weil Wissen dadurch diverser werden kann, weil Wissen dadurch letztlich auch, ja, tiefer und bunter und besser werden kann. Und das ist das, was ich hoffe, dass es als Erfahrung das Fellow-Programm ein Stück weit auch mit ermöglicht. Und dabei wünsche ich einfach viel Spaß. Dankeschön. Sebastian, das war kein Diss. Komm gerne nach vorne. Sebastian Hondasch vom Stifterverband, sozusagen vertretend für den Stifterverband. So ist es. Genau, richtig. Beziehungsweise in einer Doppelrolle. Hallo, ich freue mich sehr. Das hat jetzt zwei Teile. Der erste Teil ist Hochschulforum Digitalisierung und der zweite ist Stifterverband. Und das sind so ein bisschen zwei Personen, die ich gerade in mir vereine. Ich fange jetzt mal an mit dem Hochschulforum Digitalisierung, denn diese Veranstaltung, das hat der eine und die andere hier im Publikum sicherlich mitbekommen, ist Teil der Themenwoche Shaping the Digital Turn. Und das ist auch die erste öffentliche Veranstaltung von der Themenwoche Shaping the Digital Turn. Daher auch diese etwas nerdigen Namensschilder.
Und ich würde gerne ganz, ganz kurz was zur Themenwoche erzählen, bevor wir eigentlich hier zum Thema freies Wissen und Stifterverband und warum wir das eigentlich machen, warum wir hier mitmachen. Themenwoche, die geht bis nächsten Freitag. Da sind ganz, ganz viele spannende Veranstaltungen dabei. Die meisten sind schon ausgebucht, einige wenige noch nicht. Einige von euch sind auch dabei bei anderen Veranstaltungen, darüber freue ich mich sehr. Wenn ihr auch bei anderen Veranstaltungen dabei seid, wir haben hier Namensschilder und da kann man so Buttons für die verschiedenen Veranstaltungen draufkleben. Dann könnt ihr kommunizieren, dass ihr auch da seid, dann klebt das da drauf. Und wenn ihr euch für die Themen der Themenwoche interessiert, es gibt hier eine wahnsinnig gute Zeitschrift. Das ist die Synergie, das ist quasi die Brand 1 zur Digitalisierung im Hochschulbereich. Die ist heute frisch erschienen. Ihr könnt euch eine der ersten Ausgaben schnappen. So, das war jetzt der Werbeblock und jetzt kommen wir zum Stifterverband. Der Stifterverband, um vielleicht jetzt auch einen kleinen historischen Ausblick zu machen, den Stifterverband gibt es schon sehr lange, viel länger als Wikimedia, und zwar seit 1920. Und der Stifterverband heißt, wenn man den kompletten Namen, wie wir im Vereinsregister stehen, nimmt, es ist der Stifterverband für die deutsche Wissenschaft. Der Stifterverband ist ein Wissenschaftsförderer. Wir sind eine Organisation, die seit nahezu 100 Jahren Wissenschaft in Deutschland fördert. Wir hatten im Wissenschaftssystem vor allem nach dem Krieg eine sehr große Rolle. Da gehörten wir tatsächlich zu den Hauptfinanziers der deutschen Wissenschaft. Es waren nach 1945 verständlicherweise so gut wie keine staatlichen Gelder dafür da, um Wissenschaft zu betreiben. Da gab es auch Wichtigeres zu tun, Wohnungen zum Beispiel zu schaffen für Millionen vertriebene Leute oder Obdachlose gewordene Leute, unter anderem Hungerwinter etc. Und das war tatsächlich eine Zeit, wo auch der Stifterverband eine sehr große Rolle gespielt hat, eben überhaupt Wissenschaft weiter zu betreiben oder überhaupt das Wissenschaftssystem wieder aufzubauen. Das ist so ein bisschen unser Hintergrund und das ist auch immer noch so die DNA vom Stifterverband. Wir versuchen, das Wissenschaftssystem in Deutschland voranzubringen und weiterzuentwickeln, wenn auch unsere Rolle als Finanzier der Wissenschaft, wenn man ganz ehrlich ist, im also selbst Promille-Bereich, homöopathischen Bereich, da gibt es andere, die das machen. Aber wir haben unsere Rolle weiterentwickelt und wir sehen uns als quasi Impulsgeber für die Hochschulen, für die Wissenschaft und versuchen, das voranzubringen. Und das ist halt auch der Grund, warum wir hier dabei sind. Uns geht es nicht um freies Wissen. Freies Wissen ist eine schöne Sache, aber das ist uns per se als Stifterverband erstmal relativ egal. Was uns wichtig ist, ist ein leistungsfähiges Wissenschaftssystem. Und da kommen wir zusammen. Wir sind überzeugt, absolut überzeugt davon, dass Open Science die Wissenschaft in Deutschland natürlich international weiterbringt und verbessert, leistungsfähiger macht. Die Argumente dafür muss ich euch nicht groß nennen. Da geht es um Nachnutzbarkeit, Nachvollziehbarkeit von Forschung. Da geht es um Effizienz. Wenn Leute schon etwas gemacht haben, warum muss es ein anderer denselben Arbeitsschritt nochmal machen und nochmal und nochmal und nochmal? Wenn Softwares, wenn Daten, wenn Methoden nachnutzbar sind, muss man nicht immer wieder alles neu erfinden. Das wisst ihr alles. Mein Impetus an dieser Stelle wäre allerdings, warum ist das Wissen, also warum, wenn ihr das wisst, warum wissen das nicht die anderen? Warum nutzen nicht alle schon Open Science? Warum arbeiten nicht alle Wissenschaftler mit Open Science Methoden? Und die Antwort ist relativ einfach. Systeme verändern sich sehr langsam. Häufig bleiben schlechte Systeme sogar. Ich finde immer, das beste Beispiel dafür ist die Computertastatur. Ich meine, die ist sehr, sehr merkwürdig angelegt und wie die meisten von euch wissen, ist die nicht nach Effizienzgesichtspunkten angelegt, die Computertastatur, sondern nach Ineffizienzgesichtspunkten, denn die ersten Schreibmaschinen haben sich sehr, sehr leicht verklemmt. Und deswegen hat man die Tastatur, diese QWERTY-Tastatur, so angelegt, dass die Tasten möglichst schlecht erreichbar sind, dass die Leute möglichst langsam schreiben, damit sich die Schreibmaschine eben nicht verklemmt. Das ist natürlich ein Problem, was es schon lange nicht mehr gibt. Nichtsdestotrotz haben wir immer noch eine sehr ineffiziente Tastatur. Und diese Gefahr besteht durchaus auch im Wissenschaftssystem. Nur weil Open Science unbestrittenermaßen besser ist, heißt es nicht, oder Wissenschaft besser macht, heißt es nicht, dass damit irgendwie bereits alles gewonnen ist. Und deswegen ist so ein bisschen mein Aufruf an euch, also an euch neue Stipendiaten, an euch neue Fellows. Ihr seid ein Stück weit die
diese Ideen weitertragen sollen. Ihr sollt in diesem Programm ein Stück weit fit gemacht werden, euch soll geholfen werden, mit Open Science Methoden besser umzugehen. Ihr habt Mentoring, ihr kriegt Geld und versucht, Leuten klarzumachen, versucht in euren Institutionen Leuten klarzumachen, nicht, dass es moralisch besser ist. Das ist für mich ist das ein Nebenargument, sondern dass dadurch Wissenschaft besser wird, dass dadurch Wissenschaftsorganisationen, Hochschulen, Forschung besser funktioniert. Das muss das Argument sein, das muss der Impetus sein und ich hoffe, dass ihr das raustragt, denn ich bin sehr, sehr überzeugt, sowohl persönlich als auch als Vertreter vom Stifterverband. Deswegen ganz herzlichen Dank, dass ihr da seid, ganz herzlichen Dank, dass ihr das macht und ich freue mich auf einen spannenden Abend und auf morgen noch einen spannenden Vormittag, denn ich bin ziemlich eingebunden auch in andere Veranstaltungen der Themenwoche, das heißt, ich werde nur morgen Vormittag noch da sein. Vielen Dank, schönen Abend euch. Danke dir. Ich habe an der Stelle auch die durchaus dankbare Aufgabe, im Namen von Frau Dr. Brumberg von der Volkswagen-Stiftung viele, viele Grüße zu senden. Sie kann heute Abend leider nicht dabei sein, wäre es aber sehr, sehr gerne. Und tatsächlich liegt es, glaube ich, einfach an einem terminischen Schluck auf, den wir irgendwie in der Kommunikation hatten. Und sie schickt aber viele, viele Grüße und verspricht, glaube ich, spätestens bei der Abschlussveranstaltung dann dabei zu sein, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Außerdem haben wir noch einen ganzen Haufen wissenschaftlicher Partner, denen wir danken wollen und das auch an dieser Stelle tun möchten. Von denen sind auch ein paar im Raum und ich würde die tatsächlich bitten, zumindest kurz gleich aufzustehen, in dem Moment, wo sie ihre Institution und oder ihren Namen hören. Und da fange ich sozusagen oben in meiner Liste an mit dem Naturkundemuseum Berlin. Ich glaube, Gregor Hagedorn ist hier. Hallo. Dann alter Bekannter und Vertrauter des Fellow-Programms Open Knowledge Maps, Peter Kraker. Von der FU Berlin ist auch jemand da. Und wenn ich das richtig überblicke, dann ist das Agnieszka Wenninger. Nein? Vielleicht habe ich es so falsch ausgesprochen, aber das glaube ich nicht. Dazu, und auch sie fehlt leider verhindert, von der Technischen Informationsbibliothek in Hannover, Ina Blümel, und von der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen, Helene Brinken, die aber alle, glaube ich, über dich, Chris, einen ganzen Haufen Grüße und gute Wünsche an euch Fellows geschickt haben. Und das bringt uns schon zu dem Part, weswegen wir eigentlich alle hier sind, nämlich der Begrüßung der neuen Fellows in der Runde, in der dritten Runde des Fellow-Programms Freien Wissens. Und zwar haben wir uns Folgendes überlegt. Die Fellows werden jetzt jeweils einen Gegenstand präsentieren, der ihr jeweiliges Projekt möglichst gut symbolisiert. Und das werden sie präsentieren oder ihr Projekt vorstellen anhand dieses Gegenstands innerhalb von 90 Sekunden. Und das wiederum in Dreiergruppen. Es funktioniert so, dass ich sozusagen eine Dreiergruppe einlade, nach vorne zu kommen. Die kann sich dann gerne irgendwo hier aufstellen und platzieren. Und dann kommt der erste oder die erste Fellow hier vorne auf die Bühne. Ungefähr hier ist ein Kreuz, nicht nur ungefähr, sondern ziemlich genau hier. Der oder die Fellow bekommt auch ein Mikrofon in die Hand und darf dann anhand dieses Gegenstands das eigene Projekt gerne kurz erklären. Den Gegenstand dann hier vorne auf einen dieser Tische platzieren. Und die Bühne wieder verlassen. Und danach kommt die nächste Dreiergruppe. Und ich hoffe, dass das mindestens genauso gut funktioniert wie bei den letzten Durchgängen. Und ich würde als erste Dreiergruppe Maria Henkel, Georg Fischer und Simon David Hirsbrunner nach vorne bitten. Und genau, ein Applaus. Schauen wir mal kurz, das Mikro ist, glaube ich, auch an. Maria Henkel, die erste auf meiner Liste. Applaus. Okay. Ja, super, vielen Dank, dass ich die erste sein darf. Gerne. Habe ich einen Timer irgendwo? Nein? Okay. Also, was habe ich mitgebracht? Gut, dass ich die erste bin. Ich habe einen USB-Stick mitgebracht. Ja, jetzt denkt, ja genau, es wird schon gelacht, ne? Die hat das voll vergessen, die hat einfach irgendwas von der Arbeit mitgenommen. Nee, ich habe mir da wirklich Gedanken drüber gemacht. Und zwar, hier, Fellows, habe ich gehört, ist doch über Wissen teilen.
Und da dachte ich mir, ja, nehme ich doch das mit, was wir auch benutzen zum Wissen teilen, nämlich einen USB-Stick. Ich bin noch ziemlich jung als Wissenschaftlerin, da passt alles drauf, was ich jemals gemacht habe und kann ich gleich mit euch teilen. Ist doch super. Zumindest ist das, wie wir momentan in unserer Abteilung Informationswissenschaft in Düsseldorf an der Uni ziemlich oft noch Wissen teilen. Und eigentlich habe ich erwartet, dass jetzt Buchrufe kommen. Das ist natürlich nicht so optimal. Ihr seht, der ist ziemlich klein, der ist super schnell weg und dann ist das Wissen auch weg. Und bald ist die Abteilung auch weg. Und ja, in 4 Jahren ist die Abteilung weg. Und was ist dann mit dem Wissen und mit den ganzen USB-Sticks? Das muss ich ändern. Also ich helfe jetzt meiner Abteilung erstmal und dann hoffentlich auch anderen anzufangen. Und zwar, wie gerade in der Keynote gesagt, was kann ich jetzt machen mit den Artikeln, die ich schon publiziert habe oder mit der Arbeit, die ich gerade mache? Und was sind die ersten Schritte? Das möchte ich zusammen mit meiner Abteilung rausfinden, dokumentieren und dann hoffentlich auch anderen Wissenschaftlern helfen. Dankeschön. Vielen, vielen Dank, auch dass du als Erster ins Wasser springst. Genau. Der nächste ist Georg Fischer, das bist du? Ja, perfekt. Das ist korrekt. Mein Name ist Georg und ich habe ein kleines Problem, weil ich habe nämlich auch einen USB-Stick dabei. Ich will mich in meinem Fellowship mit Verwertungsgesellschaften beschäftigen. Mein Hintergrund ist Sozialwissenschaften. Ich habe eine Dissertation geschrieben zu Urheberrecht und Musikproduktion und habe da gemerkt, dass Verwertungsgesellschaften, also die GEMA oder GVL im Musikbereich, sehr wichtige Akteure sind, aber dass die auch sehr geschlossen und intransparent agieren. Und deswegen, weil ich das innerhalb meiner DIS nicht so richtig bearbeiten konnte, weil es einfach noch ein neues Projekt gewesen wäre, habe ich mich hier beworben mit diesem Thema und würde gerne auch weitere Verwertungsgesellschaften aus einer nicht-juristischen Perspektive ein bisschen näher betrachten und untersuchen, also so VG Wort und es gibt noch viele andere, insgesamt 12 oder 13 in Deutschland. Und den USB-Stick habe ich deswegen mitgebracht, weil er für mich ein Symbol ist dafür, dass digitale Dateien so einfach kopierbar, reproduzierbar sind wie nie zuvor und das einen großen Schritt innerhalb von technischer Reproduzierbarkeit bedeutet und Verwertungsgesellschaften damit ein riesengroßes Problem haben, meiner Wahrnehmung nach. Dankeschön. Perfektes Timing. Dankeschön. Bevor Simon, ganz kurz, bevor wir dich sozusagen auch hier in das Licht des Projektors stellen, würden wir einmal kurz umbauen, wenn das für dich okay ist. Ich habe sogar schon Hilfe organisiert. Hier ist viel besser. Okay. Ich bin Simon. Hallo. Ich bin Medienwissenschaftler an der Uni Siegen und in meinem Projekt Opening Data Science möchte ich das hier öffnen. Ich weiß nicht, ob das jetzt sehr innovativ ist. Es ist kein USB-Stick, es ist ein Server und es sind Daten. Die sind unsichtbar. Aber die laufen auf einem Raspberry Pi und das ist ein Ding, ein Gegenstand, den ich hier und jetzt in den Fingern halten kann. Und in meinem Projekt Opening Data Science möchte ich gerne Wissen und Wissenschaftler vernetzen, die sich aus Sicht der Geistes- und Sozialwissenschaft mit den gesellschaftlichen Folgen, Auswirkungen von Datenverarbeitungspraktiken auseinandersetzen. Also beispielsweise mit Machine Learning, mit Big Data, mit Supercomputern, mit Datenlecks von Facebook und so weiter und so fort. Es gibt Leute, die so etwas tun. Und wie können wir als Nicht-Computerwissenschaftler oder Nicht-Programmierer Zugänge, also Forschungszugänge zu solchen opaken, aber eben sehr mächtigen Prozessen und Infrastrukturen finden? Wie machen wir das praktisch? Und ich mache das aufbauend auf meiner eigenen Forschung, meiner ethnografischen Forschung zu Computermodellierungspraktiken in der Klimafolgenforschung. Und da möchte ich solche Forschungszugänge, Forschungsmethoden zu Zugängen sammeln, neue entwerfen, auch kollaborativ, und sie im Rahmen eines Field Guides, digitalen Field Guides, zur Verfügung stellen. Und wenn das klappt, dann wird sich nachher Data Science so konkret und greifbar anfühlen wie dieser Gegenstand hier. Ja. Vielen, vielen Dank.
Und damit auch vielen Dank an euch drei, praktisch das erste Trio. Das nächste Trio, das ich nach vorne bitten würde, während ihr euch unter einem großen Applaus wieder setzen dürft, ist Alexander von Lautz, Tobias Wenzel und Rima Maria Rahal. Sehr gut, dann komme ich zu euch rüber. Du bist schon Alex, das heißt, du bist der Erste und du darfst direkt loslegen. Bitteschön. Hallo, ich bin Alexander und ich habe meinen Zivildienst in Guatemala geleistet und habe ein Reisetagebuch geschrieben. Und ich habe es mitgebracht, weil Wissenschaftler, besonders Neurowissenschaftler, die Wissenschaft behandeln wie eine Privatreise. Sie führen Experimente durch und schreiben sich handgeschriebene Notizen, die keiner lesen kann, der nicht selber auf der Reise war. Und das Problem ist, Wissenschaft ist keine Privatreise. Andere Leute sollen nachvollziehen können, was wir geschrieben haben. Und wenn ich so ein Büchlein habe wie dieses, dann kann das keiner tun. Deswegen haben sich Neurowissenschaftler zusammengesetzt und offene Datenformate entwickelt. Diese kosten allerdings sehr viel Zeit, denn niemand will aus seinem Reisetagebuch, was er handgeschrieben hat, sich hinsetzen und alle Berichte abtippen. Genauso wie er nicht alle seine Daten in neue Datenformate umwandeln möchte. Deswegen möchte ich in meinem Projekt ganz vorne anfangen und Wissenschaftlern die Möglichkeit geben oder Werkzeuge in die Hand geben, ihre Daten von Anfang an in ihren experimentellen Skripten, in ihrer Dokumentation, in offenen Datenformaten zu gestalten. Deswegen ein Reisetagebuch. Vielen Dank. Tobias Wenzel, du bist der Nächste. Dankeschön. Hallo, genau, ich bin der Tobias Wenzel und arbeite am Europäischen Labor für Molekularbiologie, bin aber Physiker und ich möchte ganz gerne moderne Analysemethoden für biologische Zellen wissenschaftlich weiter zugänglich machen, öffnen. Und da habe ich gleich schon mal die Regeln ein bisschen gebeugt oder die Richtlinien. Und so habe ich mich zwei Gegenstände mitgebracht. Und zwar einmal einen tollen mikrofluidischen Chip. Also das ist das, mit dem ich arbeite. Und zwar kann man hier Zellen und verschiedene andere Flüssigkeiten, die man zur Analyse braucht, aufbringen und in kleine Tröpfchen aufteilen und mit kleinen Elektroden verbinden und so weiter. Und dort innerhalb von einem Tag von Millionen von Zellen Einzelzellexperimente machen. Also Ultra-Hochdurchsatz, wie man das so schön nennt. Und diese Technologie ist sehr vielversprechend und auch ähnliche Technologien, aber haben bis jetzt noch nicht so viel Anwendung gefunden, weil das nämlich alles leider sehr geschlossen abläuft. Also die Leute teilen Methoden nicht, es ist sehr kompliziert, wenn man viele Sachen wissen muss, um sowas zu machen. Und das kann sich jetzt nämlich ändern mit Technologien wie zum Beispiel 3D-Drucken. Das ist also ein Modell von einem fluoreszierenden Protein, was ich 3D gedruckt habe. Und offene Elektronik, ähnlich wie der Raspberry Pi ist nicht offen. Und genau, da möchte ich also Projekte zusammenbringen und dieses Feld öffnen. Super, vielen, vielen Dank. Und Rima Maria Rahal. Hi, ich bin Rima und ich habe einen Gegenstand mitgebracht, von dem ich mich sehr ungern trenne, auch wenn es jetzt nur für die kurze Zeit ist. Das geht euch vielleicht auch so. Ich habe mein Handy mitgebracht, denn mein Projekt beschäftigt sich mit einer digitalen offenen Bildungsressource. Und zwar möchte ich einen Online-Kurs produzieren, der dem Benutzer zeigt, was ist eigentlich ein Experiment? Warum ist das cool? Was können wir aus einem Experiment lernen? Und warum ist es eigentlich wichtig, dass wir experimentieren? Und vor allen Dingen, wie geht das? Ja, was sind eigentlich, was sind die Grundlagen dafür, aus einem ein Experiment so zu gestalten, dass man daraus Erkenntnis schöpfen kann? Wie kann ich auch ein Experiment, das ich sehe, zum Beispiel über eine Hautcreme, die ich im Supermarkt kaufen möchte, da steht drauf, 49 von 80 Frauen finden diese Hautcreme toll. Was bedeutet das? Was kann ich daraus lernen und halte ich das eigentlich für eine sinnvolle Information? Das ist also das Ziel meines Online-Kurses. Der wird aufgenommen mit diesem Handy und soll dann auch auf mobilen Geräten abspielbar sein. Deswegen trenne ich mich jetzt ganz kurz davon und freue mich, hier dabei zu sein. Super. Vielen, vielen Dank. Großer Applaus für die drei auch bitte nochmal.
Und das nächste Trio, das ich nach vorne bitten möchte, besteht aus Kerstin Schoch. Gutes Timing. Kerstin Schoch, Rebecca Kahn und Tina Ludwig. So, Kerstin, du darfst zuerst. Okay, gut, dass wir einen großen Tisch da haben. Ja, So, ich habe was Großformatigeres mitgebracht. Hi, ich bin Kerstin. Ich bin von Haus aus Künstlerin, Kunsttherapeutin und Psychologin. Ich bin hier an der Hochschule für Künste im sozialen Ottersberg, da bin ich wissenschaftliche Mitarbeiterin. Außerdem promoviere ich an der Universität Witten-Herdecke in Psychologie. Und ich habe eine meiner eigenen Arbeiten hier mitgebracht. Und zwar gehen wir in unserem Fachgebiet davon aus, dass das Gestaltete immer irgendwas mit der Gestaltenden zu tun hat. Das heißt, dass hier in meinem Bild quasi etwas von mir drinsteckt, zum Beispiel meine Persönlichkeit oder meine Ressourcen, aber auch meine Konflikte da vielleicht drinstecken. Allerdings irgendwie quantitativ empirisch untersucht hat es so gut wie noch niemand, weil es einfach an Instrumenten mangelt, die valide und reliabel sind und die man dafür verwenden könnte. Deshalb bin ich dabei, ich habe genau so ein solches Instrument entwickelt. Das ist ein Rating-Instrument hier für zweidimensionale bildnerische Arbeiten, ganz kurz RITZBA genannt. Und meine kommende Studie, die ich im Rahmen des Fellow-Programms durchführen werde, erprobt das Instrument nochmal an Gegenwartskunst unter Verwendung lizenzfreies Bildmaterials aus kunstwissenschaftlichen Datenbanken. Ich möchte die Ergebnisse gerne als Open Access auch veröffentlichen und die Idee ist natürlich schon lange, dass dieses Instrument wirklich frei zur Verfügung steht für Anwenderinnen und Forscherinnen. Darf ich noch eine ganz kleine Sache? Mhm. Wenn euch das gefällt, kommt gern auch zu meiner nächsten Ausstellung. Die ist im November im Pelé-Mélé hier in Neukölln. Super, danke schön. Nehmen wir das gerne ab. Vielleicht können wir es sogar an die Wand lehnen oder so. Hilft das? Die nächste, danke schön, ist Rebecca Kahn. Tina, ich muss dich noch bremsen, es tut mir leid. Bitte schön. So I'm going to do this in English, but I promise that by the end of the fellowship I'll be doing it in German. I've brought Asterix in Corsica with me. This is not a comic book, this is a historical source. It has people, it has places, and it has events in it that really took place in real places. And so my project is going to try and use Wikidata as a source for a gazetteer. Woohoo! There's another one. Very nice. Wikidata as a source for gazetteers. Gazetteers are a really old idea. They've been around since about 300 BC. They're historical dictionaries of places. And Wikidata offers us the opportunity to build a digital gazetteer of all of the information in Wikidata, the people, the places, and the events with geolocations with which we could connect historical sources like Asterix and like other materials that have been produced. So this is what we're going to try and see. Thanks. Super, danke schön. Und du brauchst. Aber ich, I can hold it. Ja. Okay, ich brauche kurz Unterstützung und zwar, genau, mein Gegenstand sind Seifenblasen und die sollen den Raum repräsentieren, den ich identifizieren wollen will und zwar sind das zukünftige Forschungswerkstätten. Das heißt Forschungswerkstätten von Forscherinnen und Forschern einer technischen Universität, welche Werkzeuge sie brauchen, bedarfsgerecht und Open Source, um ihren Forschungsprozess wirklich von der Idee bis über die Forschungsfrage und der Publikation offen zu gestalten. Und das heißt, dass wir versuchen oder dass ich versuchen werde, über Ansätze des User Story Mappings die Forschungsprozesse zu verstehen und dann bedarfsgerecht alles abzuleiten, was die Forscherin an der Technischen Universität in Hamburg, an der ich selber arbeite, benötigen, um sowohl untereinander, weltweit mit anderen Forschern, aber auch in Forschungsprojekten mit der Zivilgesellschaft zusammenzukommen und da gemeinsam Erkenntnisse zu gewinnen. Das ist das Ziel und deswegen auch meine die Seifenblasen als den Raum, den es gibt, den es gilt zu erkunden. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Auch an euch alle drei nochmal. Vielen Dank. Und das nächste Trio, das ich nach vorne bitten möchte.
heißt Xenia Schmalz, Felix Henninger und Martina Trognitz. Bitte einmal zu mir nach vorne. Xenia darf beginnen. Das bist du, sehr gut. Hallo. Hallo. So, also ich habe ein Kinderbuch mitgebracht. Ich bin Kognitionspsychologin und mein Thema ist Lesen lernen und Lesen bei Erwachsenen. Also Lesen ist natürlich sehr wichtig. Das öffnet uns allen, also den Kindern, den Weg zur weiteren Bildung und Büchern und Literatur und alles. Ich will erforschen, wieso es manchen Kindern schwerfällt, Lesen zu lernen und auf der linguistischen Ebene, was sind so die Charakteristiken von Sprachen und Orthografien, die das Lesenlernen schwerer machen. Das ist eine Frage, die kann man mit, also als Kognitionspsychologin, also Kognitionswissenschaft ist sehr interdisziplinär, also das ist eine Verbindung von Psychologie, Linguistik und Computer Science. Also als Teil dieses Projekts möchte ich ein paar Experimente durchführen und dann auch Computational Modeling machen, und das sind natürlich alles Wissenschaftsprozesse, die man am besten offen machen sollte, damit die anderen Leute auch daraus lernen können und dann in der Praxis darauf aufbauen können. Und ja. Super. Vielen, vielen Dank. Der nächste im Bunde ist Felix Henninger. Hi, ich bin Felix und ich weiß nicht genau, was es über mein Projekt aussagt, dass ich den Gegenstand auf dem Weg zerstört habe. Daher ein Faximile als Ersatz an dieser Stelle. Was ich mitgebracht habe, ist ein Erlenmeyer-Kolben. Und nicht deswegen, weil der in der Nähe meiner Arbeitsstätte erfunden worden ist, sondern weil es sich dabei um einen wissenschaftlichen Hack handelt. Quasi lange Zeit gab es im Labor die klassischen Reagenzgläser und Kugelbehälter, aber die sind unpraktisch. Quasi ein Bechergefäß neigt dazu, beim Schütteln Sachen überzuschwappen und eine Sauerei anzurichten, und ein Kugelgefäß kann man nicht abstellen. Das heißt, hier ist ein Kugelgefäß mit einem abgeflachten Boden und ein Reagenzglas mit ein bisschen mehr Schutz vor Überlaufen. Und gut, damit ist mein Wissen über Chemie und Laborarbeit leider am Ende angelangt. Ich bin Sozialwissenschaftler, aber weshalb ich das Beispiel ganz gut finde, ist, weil wir auch in unserer Arbeit uns sehr häufig auf kleine methodische Details verlassen und kleine Hacks erfinden, die wir nicht unbedingt weitergeben. Also diese Erfindung gibt es seit 150 Jahren und hat sich inzwischen durchgesetzt. Aber wie Jessica vorhin auch schon gesagt hat, dokumentieren wir viele Einzelheiten unserer Forschung nicht. Und in meinem Projekt und über das nächste Jahr würde ich mich gerne damit beschäftigen, das Forscherinnen und Forschern einfacher zu machen, ihre Methoden im Detail zu dokumentieren, so dass sie von anderen möglichst einfach und direkt repliziert werden können. Und ich freue mich dazu, die Möglichkeit zu haben. Danke. Super, vielen Dank. Genau, du darfst das Mikro gerne direkt übergeben an Martina. Hallo an alle. Ich bin Martina und ich habe Knete mitgebracht. Denn ich beschäftige mich in meiner Dissertation mit ägäischen Siegeln. Das sind etwa so große Objekte, teilweise mit Löchern, die so ein bisschen wie eine Perle sind, mit Inschriften zum Siegeln, also in feuchten Ton drücken, und dann kann man damit Gefäße versiegeln oder Dokumente quasi unterschreiben. Eines haben diese Siegel mit Knete auch noch gemeinsam. Sie wurden seit den 50er Jahren in einem Korpusprojekt zusammengefasst. Die Siegel sind auf Museen in der ganzen Welt verteilt. Und die Siegelabdrücke wurden in Knete aufgenommen und sind jetzt alle an einem Ort, momentan in Heidelberg, versammelt. Die Siegel wurden außerdem fotografiert und auch beschrieben.
Da, und diese Fotografien wurden in einer ziemlich langen Reihe publiziert. Und zu dieser Publikation gehört auch ein Band, in dem eine Bibliografie beschrieben ist über Literatur mit verschiedenen Schlagworten und Themen, die bei der Siegelforschung irgendwie einen guten Einstieg bieten. Diese Publikation mit der Bibliografie ist 1994 entstanden und ich habe mir überlegt, das kann man heutzutage etwas flexibler, dynamischer und auch alterungsbeständiger gestalten und habe mir überlegt, dass man die bibliografischen Daten in Wikidata aufnehmen kann und dann von dort aus mit einer schönen API und Anwendung dann auch entsprechend visualisieren könnte. Und dadurch, dass diese Bibliografie in Wikidata dann ist, kann jeder, der arbeiten, daran mitwirken möchte, die auch zukünftig weiter pflegen. Ja, danke schön. Super. Vielen, vielen Dank auch an euch drei nochmal. Bitte ein dicker Applaus. Während ich vor einer der größeren Hürden des Abends stehe, nämlich, ich habe mir vorgenommen, André Meyer-Chagas halbwegs richtig auszusprechen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob mir das geglückt ist. Ja? Dazu bitte ich Julia Wildgans und Henrike Rudolph. Großer Applaus, bitteschön. André, du darfst auch direkt beginnen. Bitteschön. Hi. Ich bin froh, dass ich nicht zum Ersten war, weil Tobi hat so ein sehr ähnliches Projekt wie meine und jemand hat schon auf Englisch das gemacht und so wollte ich auch machen, weil I'm a little bit tired from traveling. I just got from like to a long trip where my flights got delayed. So anyways, and German, as you can see, is not my first language. This is an example from one of the many devices we've been developing as open source hardware. Which I brought to just show a little bit what we've been doing, but what we want to do for this project here is to basically take one of the most expensive pieces of equipment we use in the lab, which is a two-photo microscope, and try to make it as many parts of it as open as possible, as many parts of it as affordable as possible, because for this microscope, a lot of the technology that it's involved there, it's also used for many other equipment in the lab. So we want to show that this is then a good example how we can make scientific instruments accessible to everyone by making them open source. Thank you. Great, thanks. Good project. Nächste in der Reihe ist, Sekunde, Julia Wildgans. Ja, mein Name ist Julia und ich habe eine massive Buchstütze mitgebracht. Diese Buchstütze ist aber eigentlich ein Symbol für die Paywall, die wir immer sehen, wenn wir Literaturrecherchen betreiben. Denn die Paywall ist ein Hindernis, das wir wohl alle einmal erlebt haben. Und deswegen war die Idee meines Forschungsprojektes, dass ich etwas gegen diese Paywall machen möchte. Ich habe mir überlegt, okay, wir haben rechtliche Regelungen, die das bisher vorsehen, also das Urheberrecht vor allem. Und in diesem Urheberrecht gab es einige Regelungen, sodass der Gesetzgeber jetzt seit März 2018 überzeugt ist, wow, das Urheberrecht ist wissenschaftsfreundlich. Leider ist genau das Gegenteil der Fall, beziehungsweise ist das meine These, die ich gerne im Fellow-Programm überprüfen würde, wie wissenschaftsfreundlich ist unser Urheberrecht überhaupt und was müsste geändert werden, damit wir alle denken, dass das Urheberrecht für uns okay ist. Sehr cool, vielen, vielen Dank. Gibt das Mikro. Genau, das muss jetzt auch richtig rumstehen, so ist es. Vielen, vielen Dank. Henrike Rudolph, bitteschön.
Ja, mein Name ist Henrike Rudolf von der Universität in Erlangen-Nürnberg und ich beschäftige mich mit der Geschichte des modernen China und zwar insbesondere mit den kleineren Parteien in der Volksrepublik China. Jetzt werden die meisten sagen, wie kleinere Parteien, da gibt es doch nur die Kommunistische Partei. Es gibt tatsächlich aber auch kleinere Parteien. Warum weiß das denn niemand? Das liegt daran, dass es ein historisches Narrativ gibt. Dafür habe ich diesen schönen Oktopus mitgebracht. Und zwar gibt es das Narrativ, dass der chinesische Staat nach 1949 die Eliten des Landes wie so ein Oktopus direkt in die Fangarme genommen hat und an das System gebunden hat. Wie ich aber argumentiere, übersehen wir dabei, dass die Eliten des Landes auch agiert haben, wie nämlich Spinnen und ihre eigenen Netzwerke gesponnen bzw. bestehende Netzwerke genutzt haben. Und diese Netzwerke möchte ich sichtbar machen auf der Grundlage von historischen Quellen und eben diese Netzwerke visualisieren und die dann eben online präsentieren, die zugrunde liegenden Daten online präsentieren, weil man dann auch sieht, dass es viele Akteure gibt, die von der offiziellen Geschichtsschreibung vergessen wurden, beziehungsweise da kommt die Krake wieder ins Spiel. Dadurch, dass die chinesische Regierung natürlich den Zugang zu Quellen und natürlich auch das chinesische Pendant von Wikipedia und eben anderen Online-Ressourcen so kontrolliert, sind da natürlich ganz viele Personen, die völlig in Vergessenheit geraten sind, die eigentlich gerade zu Beginn der Volksrepublik eine große Rolle gespielt haben und die sollen dann eben wieder zusammengebracht werden. Und genau, das wären also die Netzwerke, die dann zu sehen sind. Danke. Vielen, vielen Dank. Das Mikro nehme ich dir direkt ab. Dankeschön an euch drei auch. Wir haben noch ein Trio, das aber zum Quartett wird, ich fange mal so rum an. Zunächst mal bitte ich zu mir nach vorne Nikolas Eisentraut, Andreas Möllenkamp und Jona Sassenhagen. Und als Ergänzung noch, wir haben nämlich zwei Fellows, die heute nicht dabei sein können. Einmal Moritz Schuberts und einmal Johanna Ebeling. Moritz Schuberts wird aber gebührend vertreten von Malte Schwarzer. Ich glaube, dafür hat er sich einen kleinen Applaus verdient. Das Quartett führt an Nikolas Eisentraut. Vielen Dank. Ja, hallo, ich bin Nikolas. Wie ihr seht, an der Freien Universität, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fachbereich Rechtswissenschaft. Ich beschäftige mich da mit öffentlichem Recht und insbesondere mit Verwaltungsrecht. Und im Rahmen meiner Tätigkeit ist mir aufgefallen, dass wir wissenschaftlichen Mitarbeitern einen Großteil unserer Arbeitszeit damit zubringen, Grundlagen immer wieder aufzubereiten und neu in Vorlesungsskripte zu gießen. Anstatt, dass wir wissenschaftliche Mitarbeiter eigentlich mal zusammenarbeiten und gemeinsam an Vorlesungsmaterialien arbeiten und auch dadurch einfach auch Ressourcen schaffen, um bestimmte Dinge wissenschaftlich vertiefter auch zu betrachten. Als Gegenstand habe ich einen kleinen Leuchtturm mitgebracht. Ich hoffe, hier im Rahmen des Fellow-Programms ein kleines Leuchtturmprojekt zu schaffen, weil die Idee freier Bildungsmaterialien ist in den Rechtswissenschaften noch nicht angekommen. Und dafür möchte ich mit ganz vielen anderen wissenschaftlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in ganz Deutschland ein Lehrbuch zusammenschreiben, was das erste Mal frei lizenziert werden soll und dann hoffentlich auch ganz weithin wahrgenommen wird. Ja, vielen Dank. Perfekt. Dankeschön. Du darfst das Mikro direkt an Andreas übergeben, der dir auf dem Fuße folgt. Ja, schönen guten Abend, schön hier zu sein. Ich habe ein Aufnahmegerät mitgebracht. Das benutzen Sozialwissenschaftler, Kulturwissenschaftler, wenn sie Interviews führen. Interviews gehören noch zu den am meisten genutzten Methoden in den Kultur- und Sozialwissenschaften. Und das funktioniert meistens so, man führt ein Interview, dann wird das hinterher manchmal transkribiert, manchmal auch anonymisiert und das bleibt dann alles hinterher meistens bei den Forscherinnen und Forschern. Ich denke, es wäre viel sinnvoller und es gibt viele andere Leute, die das auch denken, wenn diese Interviews auf einer offenen Forschungsdateninfrastruktur landen würden. Einfach deswegen, weil man dann viel einfacher zusammenarbeiten könnte, auch wenn man nicht an derselben Uni ist oder einfach auch andere Fragen an das Material stellen. Ich möchte in meinem Projekt Open Interviews dazu beitragen, dass viel mehr
Sozial- und Kulturwissenschaftler das nutzen, beziehungsweise einfach selber die Initiative ergreifen, ihre Interviews zu öffnen. Da gibt es einige Hürden und die möchte ich in meinem Projekt einerseits eruieren, unter anderem auch in Form von Interviews und dann auch in Form von Leitfäden und anderen einfach verständlichen Materialien dazu beitragen, dass das viel einfacher und viel besser wird. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Genau. Und Jona, stage is yours. Jona, und ich bin stellvertretend hier auch noch für meine Kollegen Professor Dejan Draschkow und Professor Martin Schulze, die, glaube ich, auch beim Livestream gerade sind. Hallo. Bei dieser Gelegenheit möchte ich auch meine Familie grüßen. Und, okay, und ich habe mitgebracht ein Methodenlehrbuch, denn wir wollen schreiben ein Methodenlehrbuch. Und das Problem mit zum Beispiel diesem Methodenlehrbuch ist, dass einerseits nicht besonders gut ist und dass andererseits der normale Methodenlehrprozess in den Sozial- und Verhaltenswissenschaften ist, dass die Leute erstmal die ganzen Methoden lernen und dann versuchen die Leute im Nachhinein, ihnen Open Science beizubringen, um also die ganzen Fehler zu korrigieren, die in den ersten paar Jahren passiert sind. Und wir wollen von vornherein den Leuten wissenschaftliche Methodik als offene Wissenschaft beibringen. Und das Ganze wird hoffentlich nicht gedruckt, sondern digital auf GitHub und so weiter. Und wird hoffentlich auch nicht so lückenhaft für dieses Ding. Und für die Leute, die sich denken, der hat jetzt einfach irgendwie sein Methodenlehrbuch mitgebracht, damit er einen Gegenstand hat. Dieses Buch ist tatsächlich von der gleichen Universität wie unsere Keynote-Sprecherin, wie ich gerade erfahren habe. Vielen Dank. Und das Mikro direkt an Malte Schwarzer für Moritz Schubert. Ja, hallo, genau, ich bin Malte, nicht Moritz. Und ich habe euch mitgebracht einen roten Stift. Und das ist nicht irgendein roter Stift, das ist der rote Stift von Moritz. Und zwar, ich kann ihn jetzt haben, weil er ihn nicht mehr braucht, denn er hat mittlerweile Open eCoach. Und zwar, das ist eine Plattform, mit der man automatisch die Hausarbeiten von Studierenden kontrollieren kann. Und dementsprechend braucht er den roten Stift einfach nicht mehr. Und das Ziel von der Plattform ist, computergestützt Aufgaben zu kontrollieren und so den Prozess erstmal viel einfacher und schneller zu gestalten und so natürlich viel mehr Zeit für wichtige Sachen zu haben. Weil wer will die ganze Zeit Arbeiten korrigieren, wenn er vielleicht nebenbei forschen kann? Und das Ganze ist open, das heißt, die Software selber ist Open Source und auch die Lehrinhalte sollen offen sein. Das heißt, es können andere Wissenschaftler mitarbeiten und so die Lehre insgesamt verbessern. Also, wenn ihr selber euren roten Stift loswerden wollt, guckt euch die Plattform an, macht mit und spart viel Zeit, habt mehr Zeit für spannende Sachen. Vielen, vielen Dank. Auch an euch vier nochmal einen Applaus mit dem Camper zusammen. Das waren sie schon, alle Projekte der nächsten Runde des Fellow-Programms. Genau, das Methodenbuch muss da auch noch seinen Platz finden. Der Rest des Abends ist eigentlich relativ einfach erklärt. Es geht genau darum, dass ihr jetzt wiederum miteinander sprecht, mit den neuen Fellows sprecht, mit alten Fellows sprecht, mit Mentorinnen und Mentoren und Interessierten ins Gespräch kommt und das möglichst bei einem oder zwei Kaltgetränken und auch bei was zu essen. Chris hat, glaube ich, dafür gesorgt, dass es was Gutes gibt. Und das bringt mich, Hannah hat dafür auch gesorgt, und das bringt mich eigentlich zum letzten Agendapunkt, den ich zumindest auf meiner mentalen Liste abhaken möchte, nämlich ein dickes, dickes Danke an sowohl Hannah, Chris, aber auch Henning hinten in der Technik. Ich finde, ihr solltet alle einmal aufstehen und euch eine kleine Applausdusche abholen. Auch da hinten. Die drei haben es nämlich tatsächlich hinbekommen, sowohl relativ problemlos, eigentlich komplett problemlos, eine virtuelle Keynote hintereinander zu kriegen, was man, glaube ich, bei Veranstaltungen selten sieht, also nicht schlecht, aber auch die Vorbereitung im Vorlauf, wenn man sich das so im Büro anguckt, was da passiert ist und wie das alles funktioniert und wie so ein Fellow-Programm dann wieder losrennt
und loslegt, ist tatsächlich sehenswert gewesen. Also vielen Dank dafür. Damit ist der formelle Teil des Abends aber auch beschlossen. Es gibt Getränke, es gibt was zu essen. Ich glaube, irgendwann werden wir euch rauskegeln müssen. Und bis dahin, bitte genießt den Abend und kommt möglichst gut miteinander ins Gespräch. Viel Spaß auch noch im Rest des Wochenendes, aber für heute Abend soll es das gewesen sein. Bis dahin. Ach so, eine Sache noch. Es liegen die Dinge der wissenschaftlichen Partnerinstitutionen aus. Die dürft ihr euch mitnehmen.